Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin. Im letzten Part haben wir Weideburg erkundet und haben am Ende gegen Gary gekämpft. Und ich habe sehr große Angst vor der Arena, weil der Kampf gegen Gary hat mir schon gezeigt, oh mein Gott, sind die Gegner stark, weil Gary war auch nicht ohne, gerade von den Level her. Sein stärkstes Pokémon Plipperin war auf Level 36. Und unser stärkstes Pokémon ist gerade momentan Seeblatt auf Level 33. Da seht ihr den Unterschied und da bin ich sehr gespannt, wie es in der Arena so laufen wird. Aber wie sieht denn die Arena überhaupt aus? Da mal schauen. Im Verwasser. Ah, ja, ich erinnere mich. Genauso wie in Perl damals. Okay. Marinus, der Arenaleiter. Ich meine, Wellenbrecher Marinus ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, seine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Dankeschön. Da rechts können wir nicht lang. Können wir da links lang? Wahrscheinlich auch. Nee, können wir auch nicht. Ja, es ist hier ein richtig cooles Wasserrätsel. Darum bin ich eigentlich auch froh, dass dieses Rätsel hier in Platin mit übernommen wurde, weil das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Das muss man, das ist ein Rätsel mit Scheitern. Man hier sieht, da kann man den Wasserspiegel höher stellen, niedriger stellen und so kann man nochmal in anderen Bereichen. Und das da hinten hier, wo ich jetzt so draufstehe, das sind hier so Art Holzplanken und die gehen je nach Wasserspiegel, gehen hier runter bzw. hoch. Das ist sogar schon ein Trainer, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an, aber ich wechsle erstmal eine ohne Zahn aus, weil mit ohne Zahn und Firefight können wir leider ja nicht so richtig antreten. Mit Seeblatt schon und mit Kampfadler gerade auch so noch. Darum will ich jetzt erstmal Kampfadler ein bisschen weiter trainieren. Später ein bisschen noch Seeblatt. Weil Seeblatt ist in dieser Arena sehr, sehr wichtig. Aber was gibt's denn hier für Pokémon? Einmal ein Bidifass. Aha. Ist vom Typ normal. Wasser. Aber an Bidifass habe ich jetzt wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass es das Pokémon auch noch gibt. Es kann gefährlich werden, aber normalerweise ist es eigentlich kein so richtiger Gegner. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Aquaknarl, na gut, das sagt ja eigentlich schon alles. Aquaknarl ist eine schwache Attacke, aber mein Gott. So, Hyperzahn, deswegen, weil Hyperzahn, nee, zieht doch nicht so viel ab. Ich hatte da eine Erinnerung, dass Hyperzahn mehr abzieht. Aber okay. So, ich werde hier auch. Ich mache hier einfach mit Fliegen, weil Fliegen einfach stärker ist. Und ja, das war auch eine gute Entscheidung, weil Genard hätte unser Pokémon eingeschläfert. Und das wäre nicht so super. So, das erste Pokémon schon mal besiegt. Und der Trainer auch gleich besiegt. Aha. Ist ja cool. So, dann werden wir erstmal den ersten Wasserspiegel ändern. Da geht der Wasserspiegel nach unten. Da können wir aber immer noch nicht durch. Aber wir können jetzt da unten lang. Und dann hier hoch. Okay, dann können wir hier und dann geht es hier wieder hoch. Da links können wir aber auch noch nicht lang, weil da zu der Wasserspiegel ein bisschen zu hoch ist. Ah, da ist Wellenbrecher Marinus. Aber was ist mit dir hier los? Was sind du für Pokémon? Sieht aus wie ein Angler. Vielleicht ist es ein Angler. Ja, es ist. Ist der auch. Ein Welser. Sehr interessant. Sehr interessant. War nicht Welser? Nee. Vergiss es. Ich wollte ihm sagen, war nicht Welser vom Typ Wasserboden, aber nee, das verwechsel ich gerade. Das verwechsel ich. Oder? Nee, Moment. Nee. Das verwechsel ich. Auf jeden Fall. Level 33, also das sagt schon alles hier, auch die Trainer hier. Oh, Volltreffer. Wie stark die Trainer hier sind, also, ja, da sind wir wirklich underleveled. Aquawelle. Oh, ist schon besser als Aquaknarre. Oh ja, das sieht man. Ich setze hier auch Aeroas jetzt ein. Und es auch gleich besiegt ist, hoffe ich. Ja, okay. Dann braucht Kampfadler erstmal eine Heilung. Hat schon ein paar KP abgezogen und ich will nicht, dass er stirbt. Ah, Level 32 für ihn erstmal. Das finde ich super. So. Dann der Beutel unten. Supertrank. Nicht Hypertrank, sondern Supertrank.
Der müsste ganz unten sein, weil dem haben wir ja im letzten Part frisch neu eingekauft. Wir hatten ja keine Supertanke mehr, also überhaupt keine mehr. Naja, es ist umso besser, dass wir hier welche wieder haben. So, dann ist da ein Schalter, den betätige ich mal. Dann geht der Wasserspiegel weiter nach oben und wir können hier lang über diese Brücke. Dann ist da der nächste Trainer. Bleib ich bei Kampfadler? Ja. Wie gesagt, mit Donuzahn Firefight würde ich gerne einsetzen, aber wäre sehr, sehr unklug. Aber wirklich sehr, sehr unklug. So, zwei Pokémon. Einmal ein Wingull. Ah, vom Typ Flugwasser. Hat eine 4-Vorschwäche gegen Elektro. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Typkombination. Ach, mach ruhig mit Fliegen hier weiter. Ja. Aquarelle geht natürlich daneben. Wäre cool, wenn das Wingull jetzt sofort stirbt. Ist auf Level 31. Ja, stirbt sogar sofort. Ohne Volltreffer. Mein lieber Scholli, hast fein gemacht. Und ein Pilipper. Ist auch vom Typ Flugwasser, weil es die Weiterentwicklung ist. Wir bleiben bei Kampfadler, genau. Wir haben ja keinen Elektro-Pokémon, also ja, können wir mit einer Elektro-Attacke hier können wir nichts anrichten, weil wir keinen haben. Ist ja logisch. Ah, Kampfadler macht das super. Stimmt, Seeblatt wäre jetzt hier und gar nicht, wäre dann keine gute Wahl wegen Pflanze. Flug ist ja auch Pflanze nicht sehr effektiv, ich meinte sehr effektiv. Von daher, ja, ist Kampfadler, denke ich, jetzt hier wirklich die richtige Wahl. Und da müssen wir halt jetzt Fliegen einsetzen, aber das Pilipper war sehr, sehr dumm und hat Ruckzuckhieb eingesetzt. Somit hat er halt als erstes angegriffen, zwangsweise. Und somit hat jetzt der Kampfadler keinen Schaden bekommen. Ist doch auch nicht schlecht. So, gleich ist es besiegt, hätte zwar jetzt auch Aeroas einsetzen können, aber mein Gott. Ist doch nicht so schlimm. Dann ist dieses Pokémon auch schon besiegt. Einige EP. Fast Level 33. Das freut mich sehr. Und dann kann man hier den Wasserspiegel nach ganz oben stellen. Dann kann man hier weiter. Ach, jetzt sind wir hier. Den Trainer haben wir ja schon besiegt, nur wir kamen hier rechts nicht weiter. Jetzt kommen wir da weiter, weil der Wasserspiegel ganz, ganz oben ist. So, dann, was hast denn du für Pokémon? Und vor allem, wie viele? 3 Stück. Cool. Azurill. Ist auch vom Typ Wasser. Ist ja klar, in der Wasserarena. Und ab der 6. Generation außerdem noch vom Typ Fee. Mein Gott, was ist denn heute mit dem Sprechen los? Ich weiß es nicht. Da setze ich ruhig mal Aeroas ein, weil vor Azurill habe ich überhaupt keine Angst, weil das ist die erste Entwicklungsstufe. Danach kommt Merrill und danach Azumerrill. Blam. Ach, geht sogar daneben. Ist doch niedlich. Ja, ich finde dieses Pokémon wirklich niedlich. Ist leider nicht stark. Leider, leider, leider. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Merrill und danach Azumerrill. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ah, ist sogar so. Ja, das macht Kampfadler weiter. So, dann mal fliegen wieder. Fliegen ist eine sehr, sehr schöne Attacke. Oh, Walzer. Merrill hat Walzer drauf. Ist eine Gesteinsattacke und natürlich gegen Kampfadler sehr effektiv. Daher muss es ganz schnell sterben. So, Blubstrahl. Ach, Blubstrahl. Zieht wahrscheinlich... Ne, zieht nicht viel ab. Und dann hier noch Aeroas. Dankeschön. Reicht es für ein Level Up? Reicht es für ein Level Up? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Bitte, bitte, bitte. Leider nicht. Na klar, jetzt kommt Azumarill. Soll ich zu Seeblatt wechseln? Nee. Nee. Wir kämpfen jetzt weiter, damit Kampfadler Level 33 erlernt. Nicht erlernt, sondern erreicht. Oh, ich weiß auch nicht, was heute los ist.
War es zu viel Schlaf oder war es keine Ahnung oder ja, ich weiß es nicht, was mit mir heute los ist. So, ja, man merkt, wie stark Azumarill jetzt doch ist. Also, bin ich jetzt nicht mitgerechnet, dass es so viel jetzt aushält, weil nicht mehr die Hälfte der KP weg. So, dann ruhig nochmal Fliegen einsetzen. Ich hoffe jetzt auf einen Volltreffer. Wasserring. Oh, stellt eine KP wieder her. Ja, wir hätten doch vielleicht zu Seeblatt wechseln sollen. Müssen wir gleich auch. Weil wenn nochmal Risikotackle kommt, das zweimal Risikotackle wird Kampfadler nicht überleben. Aber es kommt nur Blutstrahl, okay. Okidoki. Das sieht auch eine Menge ab. Na, mach Aioras. Mach es ganz schnell den Chaos. Das wär's, hättest du jetzt nicht ausgereicht, aber ein Glück. Doch. Boah, ich hätte mich dann tot geärgert. Also muss es ein Glück nicht kommen. Level 33. Bodycheck. Eigentlich ist dafür kein Platz, glaube ich. Genau. Dafür ist kein Platz. Ist sowieso eine Attacke, die ich nicht so mag, weil bei dieser Attacke besteht Rückstoß. Also das bedeutet, nach dem Angriff also nachdem die Attacke ausgeführt wurde, kriegt das eigene Pokémon auch noch ein bisschen Schaden. Und das ist nicht so toll, wie ich finde. Es war eine schöne, starke Normalattacke. Aber, nee, 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 nee. So, dann ist da noch ein Trainer. Ich wechsle jetzt auch zu Seeblatt, weil Kampfrat hätte jetzt Level 33 erreicht und da wäre ich jetzt Seeblatt noch hoffentlich zu Level 34 hochleveln. Damit wir auch schöne Chancen beim Arenaleiter haben, weil vom Arenaleiter habe ich halt sehr, sehr viel Angst. Aber was ich an dieser Arena richtig gut finde, ist, es gibt so viele tolle Pokémon hier, weil wir hatten jetzt eigentlich, hatten wir jetzt schon ein doppeltes Pokémon, eigentlich nicht. Es kam noch kein Pokémon doppelt vor und trotzdem ist es so toll hier. Ja, also eine schöne Vielfalt und das gefällt mir auch sehr, sehr stark. Wenn man bedenkt, in der ersten Arena, da kamen nur Kleinsteins und ich glaube auch mal ein Onix und sonst weiter nichts. Und leider musste jetzt Seeblatt sich selbst verletzen. Ah, Seeblatt, bitte. Warum hat das ihm mehr abgezogen als vorher? So unfair. Ach, komm schon, greif an. Dankeschön. Aber das Problem ist, Seeblatt muss nochmal durchstehen. Also die Verwirrung durchstehen. Na, vielleicht haben wir Glück, dass die Verwirrung vorbei ist. Ja, die Verwirrung ist vorbei. Okay. Sollte reichen. Hoffe ich. Ja. Auf Level 28. Das reicht. Das Gute an Seeblatt ist außerdem ja noch, dass Wasserattacken nur eine Viertelschwäche haben. Gyarados. Schön. Mir gefällt Gyarados. Gyarados ist ein cooles Pokémon. Angriff sinkt zwar, aber mein Gott. Ich gehe aufs Ganze mit Solarstrahl. Weil ich weiß nicht, ob Strauchler reichen wird, auch wegen dem Angriff, der eben gesenkt wurde. Oh, zieht das viel ab? Ja, das ist ein Volltreffer. Shit. Shit. Welchen Typ hat nochmal Gyarados? Pflanzeflug, glaube ich. Dann mache ich jetzt mit Kampfadler weiter, aber dass Seeblatt jetzt gestorben ist, das ist natürlich nicht so toll. Fliegen. Ja, fliegen, fliegen. Geh aufs Ganze. Fliegen. Ja, es geht ein Glück daneben. Was ist denn das auch für ein Typ, diese Attacke eben? Vorschlag oder Fuschler oder wie die auch immer genannt wird. Wie wird die genannt? Zeig mal, ja, die Attacke. Fuschler. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Achso, das ist so eine Attacke, die nach drei Runden, wo das Pokémon dann verwirrt wird. Na, Verwirrung ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Vielleicht haben wir Glück, dass es sich selbst verletzt. Und? Und? Na komm schon, komm schon. Bitte, Dankeschön. Reicht aber nicht. War ja auch klar.
Aber hier Areoras und es ist besiegt. Aber wir müssen Seeblatt natürlich jetzt wiederbeleben. Golking, Golking, oh. Es schmerzt natürlich jetzt, dass Rocky Seeblatt gestorben ist, aber wir können jetzt hier auch nicht wechseln. Das muss Kampfwort da alles machen. Mal jetzt auch mit Aeroas weiter, weil Fliegen nicht mehr so viele AP hat und diese AP will ich für einen Arena-Leiter aufbewahren. Falls der Kampfadler in den Kampf rein muss. So, Furienschlag. Das sollte nicht viel abziehen. Nee. Naja. Kommt drauf an, wie oft er trifft. Oh, das ist das vierte Mal. Natürlich trifft er fünfmal. Natürlich. Natürlich. Mehr als fünfmal kann er aber auch nicht treffen. So, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Leider nicht ganz ausgereicht. Superschall. Ich weiß nicht, ob ich darüber froh sein soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wechsle ich aus. Ich wechsle zu ohne Zahn. Das ist mir jetzt zu riskant. Vielleicht haben wir Glück, dass er nochmal Furienschlag einsetzt. Leider Aquavelle. Das stehst du durch, ohne Zahn. Das stehst du durch, bitte. Oh, oh, oh. Stimmt, wegen Drache. Stimmt. Dann Drachenwut. Danke, ohne Zahn. Meine Rettung. Ich dürfte auch Level 32 für ohne Zahn rausspringen. Wenn ich mich nicht irre. Nee, ich habe mich gehört. Leider. Naja. Ist ja nicht so schlimm. So, erstmal Seeblatt wieder. Nicht wieder, sondern einfach nur wiederbeleben. Also nicht wiederbeleben, sondern wiederbeleben. Diese Wortdinger da, Wortspiele, wie auch immer. Schrecklich. So, Seeblatt ist fast geheilt und nochmal ein super Trank für Kampfadler. Ey, nein, nein. Oh, ich habe da nach unten gedrückt. Ah, na gut. Dann sind alle wieder komplett geheilt. Sind wir jetzt vor dem Arena-Leiter noch nicht. Erstmal geht es hier nochmal runter. Was ist hier hinten? Da ist sowas. Was bringt mir das? Nix. Okay. Kann mir das bringen? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist da noch ein Knopf. Dann geht es da oben jetzt weiter. Ich hoffe mal, wir sind dann beim Arena-Leiter. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Hier geht's noch lang. So wie ich gesehen habe, noch ein Trainer und zwar. Und zwar der da vorne. Und dann sind wir beim Arena-Leiter. Ja, Seeblatt bleibt vorne. So, was hast denn du für Pokémon? Ist wieder so ein Seefahrer vielleicht wie ein Bengal? Werden es die ersten... Ja, das sind jetzt die ersten Pokémon, die hier in der Arena doppelt vorkommen. Aber wir haben jetzt so viele Pokémon. Also da bin ich... Das finde ich sehr, sehr gut. Dass hier so viele Pokémon sind halt... Aber ich kann mit Seeblatt hier wenig anfangen. Das ist natürlich eher nicht so toll. Ich wechsle zu ohne Zahn. Der kann mit Felsgrab hier aufräumen. Außerdem ist er kurz vorm Level Up. Daher, ja. Warum nicht? Wir haben ja gesehen, dass Wasserattacken ziehen doch nicht so viel ab. So, Felsgrab. Dankeschön. Ah, reicht sogar. Das ist schön. Level 32. Schön. Und eine neue Attacke? Nö. Wir brauchen immer noch für ihn eine gute Drachenattacke. Das ist jetzt ein Gegner für Seeblatt. Vierfach Schwäche gegen Pflanze. Weil zum Typ Wasser Boden ist. Ne, Wassergift. Nee. Moment. Ach, da hatten wir ja schon mal einen Part herumgerätselt, was das für ein Typ hat. Was? Wassergift oder Wasserboden? Ich glaube Wassergift. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sehr effektiv ist es auf jeden Fall. Aquawelle macht nichts aus wegen Viertelschwäche gegen Seeblatt. War zwar ein Volltreffer, aber na gut. Ja, das hat nicht mal gekratzt. So. Schlammbombe. Das zeigt, dass es eventuell... Nee, Moment. Ich weiß jetzt auch nicht den Typ von Schlammbombe, aber das war doch... Das war, glaube ich, vom Typ Gift.
438, 68 EP und Entoron, cool. Ist die Weiterentwicklung von Enton und... Achso, Shalelos ist vom Typ nur von Wasser. Also nur vom Typ Wasser, habe ich gerade hier mal nachgeschaut. Und die Weiterentwicklung Gastrodon ist vom Typen... Moment, das haben wir gleich. Seite muss kurz laden. Vom Typ Wasserboden. Ah, aha. Die Frage ist nun also geklärt. Also seine Weiterentwicklung ist vom Typ Wasserboden und Shalelos allein nur vom Typ Wasser. Level 34, yay! Und dann seht ihr im nächsten Part den Kampf gegen den Arenaleiter. Gegen den haben wir schon gekämpft. Okay, dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch und ciao!